Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich ein Full Face mit Manhattan-Produkten. Und wenn du Bock drauf hast, zu schauen, ob die Marke was taugt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Jo, ich bin durch die Drogerie gelaufen, durch meine Schminksammlung gestöbert und habe geschaut, was ich so da habe, was ich noch gegebenenfalls brauchen könnte und habe das so in der letzten Zeit mir zusammen geshoppt. Es war nicht leicht und ich habe tatsächlich auch keinen Highlighter gefunden und keinen Setting Spray. Das ist ein bisschen merkwürdig, aber ich habe hier einen Primer. Das ist der Radiance Primer Illuminating All Day Radiant Locking Skin. Looking Skin, nicht Locking. Und den werden wir jetzt zuallererst einmal auftragen. Der kommt raus wie Champagner, also mit wirklich Schimmer drin, flüssig, wirklich interessant. Riecht frisch, also ist schon parfümiert. Der ist auch nicht irgendwie feuchtigkeitsspendend oder so. Der zieht halt direkt ein und hinterlässt so einen, ja, schon leichten Glow, ne? Das muss man wirklich sagen. Gefällt mir eigentlich so in der ersten Anwendung ganz gut. Ich habe eine Foundation und ein so ein neues Produkt. Das neue Produkt verwende ich jetzt auf der Gesichtshälfte. Das ist Clean and Free. Pflegendes Make-up ohne Parfüm und Mineralöle habe ich in der Farbe 30 Soft Porcelain. Und das möchte ich einmal ausprobieren. Es ist schon Make-up, ne? Also es hat schon Deckkraft. Und das kommt jetzt auf diese Seite. Es ist schon eine flüssige Angelegenheit, aber nicht zu flüssig. Es geht. Als Pinsel verwende ich Pinsel, wo ich halt einfach weiß, dass ich die damit gut um kann. Das sind Spectrum-Pinsel. Dann nehme ich jetzt einmal den Foundation-Buffer, um hier die Foundation auf meinem Gesicht zu verteilen. Die ist halt auch so ein bisschen rosa-stichig, was bei meinem kühlen Hautunterton immer sehr gut kommt. Und die wirkt auch so minimal ausgleichend. Ist eine schöne Geschichte, so für den Sommer, denke ich mal. Ich arbeite mir das mal mit einem Schwämmchen ein. Aus der Entfernung mag ich es gerne leiden, aber ich gucke mich jetzt mal noch aus der Nähe an. Ja, hat gut funktioniert, ne? Also hat auch irgendwie so ein bisschen was Pflegendes mit dabei, hat jetzt nicht irgendwie so merkwürdige Stellen hervorgebracht, also jetzt so im ersten Moment sieht das ganz gut aus und gefällt mir tatsächlich auch. Das ist wirklich schön. Ich glaube, Nathalie Noir Beauty hatte das auch vor Wochen mal ausgetestet und daraufhin hatte ich mir das dann auch nachbestellt. Also gute Empfehlung, Nathalie. Für die andere Seite mache ich meinen Foundation Buffer hier mal ein bisschen am Handtuch neben mir sauber. Hier, schütt hier fast meinen Kaffee aus. Das ist übrigens meine Lieblingstasse, ne? Merry Christmas mit Maxim und Danny. Ich liebe es einfach. Und ja, da ist natürlich mein Kaffee drin. Ich verwende jetzt eine Foundation in der Farbe 45 Fair Porcelain. Das ist Lasting Perfection 25 Hours. Hydration Boost, eine hohe Deckkraft, angenehmes Traggefühl, Lichtschutzfaktor 20. Die verspricht ja wirklich so einiges, ne? Ja gut, 25 Stunden wird das Ding jetzt nicht bei mir drauf sein müssen. Wie mache ich das denn? Ich mache es jetzt erstmal auf den Handrücken. Ja, farblich läuft die Kiste schon mal ganz gut. Ist auch ein bisschen dickflüssiger, aber nicht ganz so super dickflüssig. Also ich glaube, das wird was. Hui, die ist aber hell. Die fühlt sich wirklich sehr feuchtigkeitsspendend an. Mag ich gerne leiden, aber ich habe viel zu viel noch auf meiner Hand. Ja, das muss jetzt leider ins Handtuch. Jetzt nehme ich mir auch wieder das Schwämmchen und arbeite das ein, denn das muss ich definitiv. Das ist mit dem Pinsel zu streifig. Ich finde, dass Manhattan so ziemlich die eingestaubteste Marke aus der Drogerie ist. Schreibt mir mal gerne, was ihr so darüber denkt, in die Kommentare rein. Denn, dass die zum Beispiel keinen Highlighter haben, finde ich schon mal bezeichnend, ne? Und irgendwie ist das alles auch nicht so schreiend. Es ist nicht so fancy-pansy, wie man das so von anderen Marken kennt, von Essence oder von Catrice oder so, ne? Preislich liegen die ja echt gut da. Da braucht man sich überhaupt nicht beschweren. Und jetzt auch aktuell von dem, was ich im Gesicht trage, bin ich eigentlich begeistert, ne? Auf meiner Clean and Free Seite verwende ich auch den entsprechenden Concealer. Das ist der pflegende Concealer in der Farbe 10 Fair. Den haben wir hier und den gebe ich mir dann einfach unter meine Augen. Und ich gebe mir den auch schon so ein bisschen als Lidschattenprimer auf, ne? Der hat wirklich eine sehr dezente, leichte Deckkraft, aber er deckt halt das ab, was einen müde aussehen lässt. Also er macht eine schöne Frische und das gefällt mir. Das ist halt so kein typisch matter Concealer. Und das mag ich wirklich lieber, ne? Also wenn es kein matter Concealer ist, sondern halt so ein bisschen frischer auch noch mit reinbringt. Doch, das gefällt mir. Das sieht natürlich aus, als hätte ich wirklich nichts drauf. Ne? Leichter Unterschied ist schon zu sehen. Jetzt kein so exorbitant krasser. Aber also jetzt, ne, gerade für den Frühling, Sommer ist das, glaube ich, eine ganz gute Geschichte, obwohl der halt im Winter rauskam. Für die andere Seite habe ich den Wake-Up Concealer. Der war in dem Flaconi Love Brands Adventskalender drin. Der soll etwas deckender sein. In der Farbe 090 Porcelain ist der. Der ist dann halt ein bisschen
gelbstichiger, dunkler, würde ich jetzt einfach mal so auf den ersten Blick behaupten. Ja, ich habe irgendwie das Bedürfnis, mir heute ein bisschen mehr Concealer aufzutragen, zumal ich den ja auch nach oben hin noch ausblende, ne? Als Lidschattenbase noch mit. Nö, also als hochdeckend würde ich den auch nicht bezeichnen. Also der hat schon ein bisschen mehr Deckkraft als der Clean and Free, ne? Das sieht man auch richtig, dass wir hier generell auf dieser Gesichtshälfte mehr Deckkraft haben. Aber es ist nicht so super krass abdeckend, dass man jetzt irgendwie, keine Ahnung, sich sein Leben abdecken würde, ne? Also es kommt alles noch recht natürlich daher. Und noch sieht es auch nicht matt aus auf dieser Seite. Es gefällt mir halt auch echt gut, ne? Nö. Als Puder habe ich das Soft Compact Powder Natural Look in der Farbe 1 Naturell. Ja, habe ich mir gekauft. Da sind 9 Gramm drin enthalten. Ich glaube, da hast du sogar so eine Art Puderquaste oder so mit dabei. Wie ist das denn hier? Genau, kannst du so rausziehen und hättest hier dann noch so eine Puderquaste mit. Verwende ich persönlich jetzt nicht ganz so gerne. Ich arbeite schon mit Schwämmchen. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel gleich unter meinen Augen setze, nehme ich hier diese Kante von meinem Schwamm, gehe hier einmal durch. Das mache ich eigentlich vor allem bei losem Puder ganz gerne. Und kann dann halt schön meinen Concealer setzen. Das ist eine ganz, ganz schöne Technik, die ich mir so angewöhnt habe. Ich glaube, Maxim hatte das mal irgendwann mit seinem Multitool gezeigt, Microfiber Multitool. Und seitdem habe ich das übernommen. Und ich finde, dass es einfach den Concealer viel besser an Ort und Stelle hält. Und seitdem creased das alles auch nicht mehr so. Also mag ich gerne leiden, ne? Und mit so einem großen, relativ großen Fluffelpinsel nehme ich mir jetzt hier Puder auf, um mein komplettes Gesicht einmal zu setten. Das Puder ist echt fest hier drin gepresst, aber ich krieg's trotzdem ganz gut so mit dem Pinsel entnommen und aufgetragen. Und dann gehe ich ja quasi in ganz, ganz leicht tupfende Bewegung so über mein Gesicht, damit alles einmal gesettet wird. Weil ich werde nachher mit diesem Make-up noch ein, zwei Videos drehen und danach werde ich oben hingehen und noch ein bisschen weiter renovieren. Und ja, da möchte ich schon, dass mein Gesicht an Ort und Stelle bleibt, ne? Ich meine, ich kann nicht verhindern, dass sich das so ein bisschen abstempelt in diese Atemschutzmaske und so, die ich dann wahrscheinlich oben tragen werde. Aber nö, alles gut soweit. Deswegen muss auf jeden Fall auch alles gesettet werden. So, aus der Entfernung gefällt mir das. Aus der Nähe gefällt mir das auch. Mensch, das ist ein schönes Puder. Das ist schön. Es ist wirklich schön. Es setzt sich nicht irgendwie an trockenen Stellen ab. Betont auch keine Poren oder sowas. Ne? Hier an der Nase habe ich so ein bisschen High Detail unterwegs, aber das macht im Prinzip bei mir jede Foundation und jedes Gedöns, ne? Dass ich da halt in dieser Falte so ein bisschen was absetzt. Aber das ist nicht schlimm, finde ich, weil so nah kommen mir selten die Leute, ne? Und mein Freund interessiert das herzlich wenig. Wir haben einen Bronzer, und zwar den Natural Bronzer Ultrafeines Bronzing Powder in der Farbe 001 Sunlight habe ich mir den bestellt. Und der sieht nicht aus wie ein Konturprodukt, also nicht so aschig oder sowas, sondern halt wirklich wie ein Bronzer. Also gefällt mir jetzt so auf den ersten Blick ganz gut, scheint auch recht pudrig zu sein. Und wenn ich das so auf meinem Finger angucke, könnte die Farbe sehr, sehr gut passen, weil das nicht so super dunkel ist oder so super rot, ne? Also wir gucken mal, der hat auch einen leichten Glow dabei. Dann schmerzt das gar nicht so sehr, wenn man keinen Highlighter hat. Ich finde den gut. Also, ne, mein Gesicht wird gerade schön aufgewärmt. Das sieht nicht fleckig aus. Das sieht harmonisch aus. Die Farbe gefällt mir richtig gut. Ich weiß nicht, warum ist Manhattan so verstaubt? Warum greift man da so wenig zu? Warum sieht man da so wenig drüber, ne? Ich weiß nicht, vielleicht weil das zu wenig knallig ist. Immer so von der Art und Weise her vielleicht, wie es präsentiert wird. Jetzt habe ich hier den Maxi Blush, Powder Blush in der Farbe 100 Exposed. Kabam! Ja, das ist jetzt eher so ein Herbsttönchen und den möchte ich doch gerne einfach mal auf den Wangen auftragen. Ich finde übrigens auch irgendwie schön, dass dieses Puder nicht so super weiß ist oder sowas. Das sieht so natürlich alles in meinem Gesicht aus. Das gefällt mir gerade. Auch hier haben wir einen Schimmer mit drin und ich habe irgendwie einen Hubbel hier drin. Huch, oh nein, ich habe den Hubbel eingedrückt. Seht ihr das? Irgendwie ist mein Puder hochgekommen. Jetzt wollte ich das gerade runterdrücken und habe da eine Kuhle reingedrückt. Müfft. Naja, es ist auf jeden Fall eine schöne Farbe. Wie gesagt, eher so ein Herbsttönchen, aber für mich könnte das, glaube ich, ganz gut werden, ne? Also, ja, ja, Pinsel. Ich bin pinselwaschfaul, es ist immer noch der gleiche Pinsel. Und dann kommt das hier so hin und auf die Wange und das hat auch einen Glow dabei, ne? Also, vielleicht gibt es deswegen keinen Highlighter von Manhattan, weil die Produkte an und für sich schon leichten Glow drin haben. Weiß ich nicht, ne? Weil es wird ja auch alles recht natürlich dann auf dem Gesicht bislang. Ja, auch das Blush. Daddy, das den Blush gefällt mir tatsächlich. Hm. Auch wenn ich jetzt gerade mein Produkt hier ein wenig zerstört habe.
kann man sich auch ein bisschen intensiver aufbauen. Der lässt sich auch schön aufbauen. Da habe ich überhaupt keine Last mit, ne? Das sieht voll gut aus. Ja, wie gesagt, Highlighter haben wir nicht, deswegen wird der heute leider nicht zum Einsatz kommen. Ja, dann mache ich jetzt mal die Augenbrauen. Da habe ich hier ein Produkt und zwar ist es der Eyebrow Pencil Blondie Brow 93D von Manhattan. Das ist dieser hier und das ist einfach ein ganz normaler Stift, den man dann auch so anspitzen kann und den werde ich jetzt verwenden. Ein Augenbrauengel habe ich übrigens auch nicht gefunden. Läuft, ne? Das sind nur die Augenbrauen. Für meinen persönlichen Geschmack ist das kein wirkliches Blond, weil das halt etwas zu warm für Blond ist, ne? Etwas zu rotstichig. Aber ja, also ich frage mich manchmal, ob halt bei den Firmen, die solche Augenbrauenprodukte halt entwickeln und so, keine blonden Menschen arbeiten, sodass man das mal ausprobieren könnte. Aber ja, das ist halt eher für mich ein hellbraun als ein Blond. Aber gut. Der Stift ließ sich schön auftragen. Ist schön. Also definitiv, wenn es den in meiner Farbe gäbe, würde ich mich sehr, sehr freuen. Aber das ist definitiv nicht meine Farbe. Ja. Aber solides Produkt tatsächlich und darum geht's ja, ne? Dann habe ich hier eine Lidschattenpalette, die ist eigentlich der Auslöser für dieses Video gewesen, weil ich letztes Jahr irgendwann mal die in der Brigitte-Box war, das glaube ich, drin hatte. Und ja, hatte die dann auch im Fullface Beauty-Boxen, glaube ich, mal gezeigt, aber müssen wir gleich mal gucken, was ich heute mal für einen Look damit schminke. Amazing Wow Edition ist das hier. Und hier hinten drauf ist auch abgebildet, welche Farben man wofür verwenden könnte. Und ich lasse mich heute mal so ein bisschen inspirieren. Wir haben ja auch ein Pinselchen mit dabei, den ich gar nicht so verkehrt finde. Der hat nämlich auf der einen Seite so einen Schwämmchen-Applikator. Ja, es ist ein Belofi, aber trotzdem, gerade bei solchen Geschichten, weil da ist fast nur Schimmer mit drin, kann man sowas sehr gut gebrauchen. Und auf der anderen Seite haben wir so einen kleinen süßen Blendefee. Oder Mini-Smudger, wie auch immer. Finde ich super. Ja, wirklich matte Töne haben wir hier echt nicht drin. Das heißt, ich muss mir jetzt erstmal meinen Bronzer in die Lidfalte geben. Oder ich werde den halt verwenden, um damit halt so ein bisschen noch meinen Look zu verfeinern. Aber, ne, wir starten mal mit der Kreativität. Ich habe hier so ein wunderschönes, schimmerndes Türkis drin. Das möchte ich auf jeden Fall verwenden. Das ist dieses hier. Und ja, mein Spiegel ist etwas dreckig, das stimmt wohl. Ja, ihr habt ja recht. Ich versuche das mal mit diesem Pinselchen, was hier mit dabei ist, aufzutragen und gebe mir das hier aus mal hin. Wow, guckt euch das an. Gut, es krümmelt wie Sau, aber es hat schon eine Pigmentierung. Hätte ich nicht mit gerechnet. Von einmal reingehen habe ich jetzt so viel schon auf mein Lid bekommen. Das ist ganz schön viel, Leute. Das kann man nicht anders sagen. Das begeistert mich gerade tatsächlich. Hätte ich nicht mit gerechnet. Aber gut, in diesem Fullface habe ich mit vielem scheinbar nicht gerechnet, ne? Ich glaube, daneben möchte ich mir, also quasi auf die innere Hälfte meines beweglichen Lides, diesen lila Ton setzen, den wir hier außen finden, weil er sieht nicht ganz so super dunkel und auch nicht ganz so super hell aus. Den habe ich jetzt auch mit diesem kleinen Pinselchen aufgenommen. Und den setze ich hier einfach mal so hin. Vielleicht funktionieren die beiden Töne auch ganz schön zusammen. Da muss ich jetzt ein bisschen mehr aufbauen. Ich bin sehr, sehr überrascht, wie schön deckend das wird und wie krass das einfach aussieht. Den Pinsel mache ich hier neben mir ein bisschen sauber und gehe jetzt in den allerhellsten Ton rein. Das ist dieser hier. Der ist weiß, hat aber irgendwie auch so was Kühles, Schimmerndes mit drin. Und den setze ich mir hier in meinen Innenwinkel und blende den tatsächlich auch so ein bisschen mit auf das Lila, um das Ganze noch etwas aufzuhellen, etwas mehr Strahlkraft zu geben und man sieht halt direkt, dass es einen Effekt macht, ne? Schön. Jetzt am Augenbrauenbogen sieht das natürlich sehr, sehr krass aus und ja, deswegen habe ich nur den ganz, ganz leicht aufgetragen und für den unteren Wimpernkranz habe ich mich für diesen schimmernden Dunkelgrauton entschieden, den ich mir jetzt hier auch mit diesem Vieh wieder aufgetragen habe. Also wirklich ein toller Pinsel, den sollte man, wenn man die Palette hat, auf jeden Fall mitverwenden. Mir gefällt der Look, also mir gefällt, was es so geworden ist. Das ist ein bisschen Oldschool, finde ich persönlich einfach, ne? Aber ich finde es tragbar. Also ich habe da meine Freude mit und ich finde es vollkommen in Ordnung. Also ich denke, vielleicht noch so ein bisschen mehr hier so ausblenden oder so, ne? Du hast halt keine wirklichen Übergangsfarben mit in der Palette. Und ich will mir jetzt halt das Lila und das Türkis nicht zu hoch blenden. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal so. Es ist schon sehr so 2000er-Vibes, so ein bisschen. Ja, schon, ne? So ein bisschen. Aber trotzdem mag ich die Palette. Also die finde ich irgendwie schön und die bleibt auch.
Diesen Eyeliner habe ich schon länger hier gehabt. Das ist der Wonder Wig Eyeliner and Stamp. Das ist dieser hier. Ich glaube, ich verwende den jetzt einfach nur als Eyeliner ohne den Stamp. Ne? Also der sieht halt so aus. Man könnte sich das theoretisch hinten nämlich stempeln und dann ziehen. Habe ich ein paar Mal versucht, hat nicht ganz so gut funktioniert, wie ich das erhofft hatte. Ja, ich ziehe mir jetzt einfach nur damit einen Eyeliner. Aus verschiedensten Gründen sieht das Ganze jetzt relativ nicht ganz so schön aus. Zum einen hat er ja keine präzise Spitze. Ich mag es ja lieber, wenn ich halt so schöne Spitzen habe, mit denen ich halt auch sehr präzise arbeiten kann. Zum anderen ist es ein relativ eingetrocknetes, altes Produkt. Also der ist ja schon sicherlich ein Jahr oder so in meiner Sammlung. Ne? Dementsprechend, ja, ist klar, dass er nicht mehr so schön malen kann. Und ja, ne? Es ist halt einfach nicht für die Zwecke geeignet, für was ich ihn jetzt gerade versucht habe zu verwenden. Aber ich finde, dafür ist es gar nicht mal so verkehrt geworden. Ich werde den aber nicht länger bei mir behalten, weil ich den ja ganz offensichtlich nicht so verwenden würde, wie er gedacht ist und das dann auch nicht so funktioniert. Sei es drum. Ich habe jetzt als nächstes zwei Mascaren, die ich gerne verwenden möchte. Auf dieser Seite verwende ich die Wonder Extension Lash Extension Effect Mascara und auf dieser Seite die Clean and Free Mascara. Das sind diese beiden Schätzeleins. Das Gummibürstchen der Wonder Extension Mascara erinnert mich sehr an die von Love in Kooperation mit Tush, die Hook It Real Good Mascara. Und dieses Bürstchen hier von der Clean and Free ist ein Kunstfaserbürstchen. So schauen die beiden aus und das wird jetzt sehr spektakulär. Also wenn das wie die Hook It Real Good ist, dann wird das jetzt gerade gleich ziemlich intensiv. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Nee, also die Lash Extension Mascara ist definitiv kein Dupe zu der von Love Hook It Real Good, weil dafür einfach das Ergebnis nicht gut genug ist, um das mal so zu sagen. Wir haben drei Schichten ja auf jeder Seite drauf und wir sehen einfach bei der Lash Extension Mascara, dass im Laufe der Zeit einfach das Produkt sich selber abgetragen hat. Das fand ich ein bisschen schade, während ich die Clean and Free Mascara auf dieser Seite richtig geil finde. Also das ist schön. Ich kann mir gut vorstellen, dass die beiden in Kombi sehr, sehr schön sein könnten. Oder wenn man der Lash Extension Geschichte etwas mehr Zeit zwischen den unterschiedlichen Schichten geben würde zu trocknen. Aber so definitiv Gewinner Clean and Free. Haut mich von den Socken, muss ich sagen. Vor allem, wenn man sich die Bürstchen von den beiden Mascaren ja auch anguckt. Dann schließen wir das Ganze doch mal mit den Lippen ab. Da habe ich einfach einen Lippenstift hier und zwar von Manhattan, der All-in-One Lipstick 150 Rosewood Road. Ich glaube, der war auch irgendwann mal irgendwo in irgendeinem Adventskalender drin. Und so ein schöner Rosenholzton, finde ich, geht eigentlich immer, ne? Wobei ich sagen muss, dass dieser Rosenholzton eher ins Pinkstichige geht. Wow, holla die Waldfee, also das passt irgendwie schon zum Look wegen dem Lila und so, aber andererseits ist es doch etwas intensiv, ne? Das ist schon sehr extrem. Wow. Ja, abschließend lässt sich sagen, dass Manhattan doch deutlich mehr drauf hat, als man eigentlich so vermuten würde, wenn man an der Theke vorbeigeht, weil das machen wir ja meistens, ne? Wir gehen gar nicht so gezielt in die Theken rein, also zu den Theken hin, sondern wir gehen dran vorbei, weil das halt nicht so einen catcht. Die Foundation gefällt mir auf jeden Fall vom Finish her jetzt so nach anderthalb Stunden ungefähr, deutlich besser als die Clean and Free. Ich werde aber beide behalten. Den Bronzer finde ich schön, den Blush finde ich schön. Das Augenbrauenprodukt wird weiter wandern. Die Clean and Free Mascara wird bleiben. Die Lash Extension Mascara wird weiter wandern. Der Lippenstift, ich glaube, der ist mir zu intensiv. Ich glaube, der darf mich auch verlassen. Lidschattenpalette bleibt. Puder bleibt. Ja, ne? Concealer, genau, gefallen mir beide ganz gut. Also da habe ich eigentlich keinen, wo ich sagen würde, der sieht jetzt besser aus als der andere. Die sehen beide gut aus, jetzt auch so im Resultat. Also ich fühle mich nicht zugekleistert, obwohl ich doch relativ viel auf dem Gesicht habe. Ich fühle das irgendwie, ne? Ich fühle mich wohl damit, wie ich aussehe, abgesehen von den viel zu pinken Lippen. Aber irgendwie ist das schon cool. Schreibt mir mal gerne eure Erfahrungen, eure Meinungen zu Manhattan unten in die Kommentare rein, also Manhattan Cosmetics. Und das war es jetzt hier von mir. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen.
Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!